Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Wow, guck mal, wie schön wir alle platziert stehen, ne? Das wäre es irgendwie geplant vom Spiel, ne? Aber mir ist gerade aufgefallen, ich habe was vergessen. Ich muss schon wieder zurück hier rein. Ich nehme am Willy, weil wir haben ja in der letzten Folge haben wir ja ein bisschen, weil ich so Nebenquests gemacht, ne? Wir haben für diese Fitness-Typen haben wir so ein paar Klimmzüge, passiert etwas gemacht, ne, mit Tifa. Und wir haben diese Kartenrätsel gemacht. Wir haben den ersten Kristall von Alexander mal hier synchronisiert. Ich wollte eigentlich jetzt hier rein wegen meinen Fiebel. Ich finde ein bisschen blöd, wir haben nicht irgendwie so einen Ort, wo alles ja auf einem Platz ist, so wie Schokobo fahren im ersten Gebiet. Habe ich mit der Gerät jetzt aber nicht, weil wir haben ja in der letzten Folge hier, genau, wir haben auch Mokri-Häuschen haben wir gemacht, wir haben vieles gemacht. Guck ich am besten direkt den Part an, ne? Warum fragt ihr mich da eigentlich halt? Guckt euch direkt den Part an, Mann. So, wir haben ja, nachdem wir Mogi-Räuschen geschafft haben, haben wir so Kodexe bekommen, nämlich Kodex hier, so die Bücher, die Waffenfertigkeiten erhöhen oder Waffenfähigkeiten, ne? Und ja, Yuffie und Barrett haben jetzt ein Ding bekommen und ne, ich glaube 50% 50 mehr Glück ist eigentlich nicht schlecht, ne? Nice. Ja, 50 Glück ist schon eine Menge, ne? Dann machen wir das mal. So, Yuffie und Barrett können jetzt hier ein bisschen was ausgeben. 15. 5 Glocken. Protesteffekt aus. Oh, 5 wenn der Gegner in den Schock zu senden. Haben von Waffenfertigkeiten. Also, was hat gefällt mir ehrlich gesagt? Kampf gegen Protest, das ist ganz schön, ist gar nicht schlecht, ne? Aber fragt sich nur, wie lange das hält, ne? Oder hat der Regener? Da also muss ich erstmal hier hingehen, ne? Also der Kampf beginnt und er hat direkt mal eine Barriere um sich. Da ist schon ein bisschen krass, ne, war das. So, am liebsten wäre mir, wenn dieser Ort hier, wenn die ganzen Sachen hier an einem Ort werden, ne? Weil ich, für mich ist das nur so ungewohnt. So, und ich habe auch dann gesehen, Yuffie hat jetzt drei Waffenlevel sich erhöht hat, ne? Ist jetzt auf dem gleichen Stand wie jeder andere. Ja, so gut wie, ne? Ja. So, sie hat jetzt einen Punkt hier bekommen, den wir ja, hat der Waffe jetzt auch Materia Slots bekommen? Nein. Schade. Ja, vielleicht die anderen Waffen, ne? So, jetzt können wir hier ein Ding reinpacken. Was geben wir in ihr Waffenfertigkeiten, ne? So, und wie sieht's mit den Waffen aus? Nein, die sind noch nicht verbessert worden. Haben wir Barrett ins Team genommen, weil Cloud und Yuffie haben beide Heilmagie, ne? Also kann ich eigentlich hier, wow, das war komisch. Außer mir, Leute. Mein Gott. Meine Kohlköpfe. Also ja, ich habe jetzt hier aber nicht, deswegen konnte ich ja eigentlich reinpacken, wen ich wollte, ne? Weil ich um Heilung muss ich mir keine Sorgen machen. Ja, so für Bad haben wir schon lange nicht. Jetzt haben wir zwei Fernkämpfer. Diese blöden Viecher, die ganze Zeit in der Gegend rumfliegen, die kriegen wir sowieso voll schwer. Vielleicht kriegt er sie ein bisschen besser, ne? So, ich habe mir vorgenommen, ein bisschen zu erkunden. Wir gehen zuerst einmal da zu dem Leuchtturm, ne? Zu dem Türmchen. Und machen da erst einmal, was auch immer das Ding bewacht. Ja, was geht? Diese Musik, Mann. Keine Chance. Todeskreise. Ja, irgendwie bewegt er sich ja nicht. Nein. Lass mich mal.
Man wird denn immer paralysiert oder eingeschläfert oder sowas? Wieso sonst auch immer so aktiv? Man kann sich auf einmal nicht bewegen. Ich habe ja den Ton ein bisschen runtergestellt, ne? Mein Gott. Letztens konnte ich mal irgendwie, das Spiel war voll leise. Ja, ich habe ein bisschen höher gestellt. Jetzt mache ich das wieder ein bisschen leise. Jetzt habe ich das wieder ein bisschen höher gemacht, ne? Und dann war ja viel zu laut, habe ich so ein Gefühl. Und jetzt habe ich da wieder leiser gemacht, ne? Ich hoffe, es ist jetzt wieder genau gleich. Ich glaube aber ein bisschen lauter müsste halt immer noch sein als vorher. So. Dann stecke ich mal mein Halsweg-Ding da rein. Und jetzt können wir das gesamte Radio hier empfangen. Okay, oh, da kann man sogar echt hin. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Ort, den wir nicht erreichen könnten, ne? Weil da so Berge waren oder so. Oder so aussah, als wären da Berge. Ich will da runterspringen. Da ist eine Eule. So, ach ja, ich habe übrigens mal Tifa und Aeris die anderen Badeklamotten gegeben, ne? Die ich sonst für den ausgewählt habe, ne? Weil warum nicht, ne? Ein bisschen Abwechslung hier reinbringen, ne? Habe ich nicht mal geändert, ne? Damit wir auch mal sehen in Action. So, war ich schon mal hier oben? Ich glaube, ich war ja noch nicht drauf auf dieses. Hier sind noch. Ah, hier ist auch eine. Stimmt. So, wir können die Quest ja schon abgeben angeblich, aber dann kriegen wir irgendwie nur einen Stern. Ich nehme an, ein Stern heißt weniger Belohnung, ne? Eins von drei konnte man da irgendwie holen. Also ja, suchen wir erstmal die restlichen Dinger, ne? Bevor wir die Quest abgeben. Die Quest ist irgendwie Level 31, was ein bisschen komisch ist, ne? Ich nehme an, die können wir noch nicht. Guck mal hier, was ich hier neu finde. Ich will nicht außerdem das Ding benutzen. Ich weiß nicht, ob das sich auch irgendwie so ein, hat irgendwie so einen Einfluss irgendwie drauf hat, weil das ist ja irgendwie eine Yuffie bezogene Quest, ne? Sie haben irgendwie weniger Dingens bekommen, weniger Zuneigung, je weniger Sterne ich habe oder so. Ja, genau, die Eule habe ich gesucht. Ja. Alte Baumrinde. Du bist eine alte Baumrinde. So. Oh ja. Meine ich gerade zwei Gebäude? Oder war das hier? Keine Ahnung. Hier ist eine Seilbahn. Da hätten wir eine. Da, wo ist die Eule? Warum wird mir die Eule überhaupt angezeigt? Ich sehe doch hier sowieso, wo das ist. Karte, ich sehe es. Ich bin eins mit der Karte. Also Monster. Ich glaube, die kenne ich aber nicht. Naja, ich kann nicht. Dann mal weg. Hm. Wir sind immer noch Gegner. Was sind die Eule jetzt schon wieder da? Ich denke mal, die Eule da. Ah, nee, da war ja Ende, ne? Von der Seilbahn. Ist irgendwas hier drunter? Mit Schokobo könnte ich da schneller drüber schwimmen. Ja. Was? Wo führst du mich denn hin? Ja, ich habe ich auch noch nicht. Komm her, ein Stück. Okay, Feuer und Elektro. Diesmal. Diesmal mal, aua. Diesmal mal etwas intelligenter, ne? Ja, jetzt kann sie nämlich Blitz einsetzen. Schwäche ausgesagt. Wenn ich jetzt noch mehr Schaden machen würde, wäre noch gut. Ne? War ich mit ihr schon? Aber ich sehe gerade,
ist, was ich gerade sehe. Ja, ich kann noch mal zurückgeben im Video, aber da waren so Kreise an den Angriffen, die ich noch nicht ausgeführt hatte. Da die Attacken, die ich noch nicht hatte. Ich mach das. Na, Konterfeuer mit Yuffie ist zum Beispiel neu, ne? Ja, ich nehme an, ich muss davon auch getroffen werden, ne? Helfen wir an. Weil da sind noch so Kreise über Konterfeuer oben. Das heißt, ich habe den Angriff noch nicht eingesetzt, nehme ich an, ne? Los, komm zu Gefecht. Alter. Komm, greif mich an. Alter. Gibt's doch nicht, ey. Sag mal, kommst du mal auf mich hin? Ey. Kommt, oh, dieses, dann stirbt. Also da konnte man irgendwie sehen schon, welchen Angriff man eingesetzt hat, welchen nicht. Gut. Dann gibt es da auch irgendwie so eine Anzeige und so. Wo bist du jetzt denn gerade? Ach hier. Ja. Juffi. Zeug. Berg Ahorn. So. Nehmen wir uns Informationen aus der Lebensquelle. Dreieck. Und Dreieck. Yay. Quelle in einem verborgenen Grotte. Geschichte von Costa del Sol. Eine Küste, die es angeblich auch in Spanien gibt. Was haben wir denn da? Heute ist Costa del Sol als lebhafter Ferienort berühmt. Da einst aber eine kleine ruhige Fischersiedlung, deren Bewohner in Einklang mit dem Meer lebten. Ist die Beziehung zwischen Schinder und Republik Junum verschlechterte. Nach dem Ende des Krieges wurde trinken. Ah, also haben wir Shinra alles zu verdanken. Ja, Mann. Ich höre nur, wie Bird gerade irgendwo eine Ader platzt. In seinen rechten Arm. Aber warte mal. Aber warte mal, sein rechter Arm ist doch ein Gewehr. Ja, das war ja der Witz, Leute. Okay. So, noch eine Seilrutsche finden. Die wird doch bestimmt auch irgendwo hier sein, ne? Aber wir haben noch nicht alles erkundet. Also machen wir weiter mit dem Erkunden, ne? Ich bin schon mal gerade, ne, da waren Questzeichen, egal. Doch trotzdem rein. Machen wir es wie ein Frosch. Dui. So, nur um dann hier wieder runter zu springen. Ich eigentlich nicht. Wer ist denn gerade entgegengerannt gekommen? Macht alle hinter mir, Leute. Sollen wir vielleicht mit meinen Schokobo hier rumrennen? Einfach nur, da schon direkt das nächste Ding. Einfach nur, damit ich vielleicht verborgene Schätze oder so finde, ne? Ja, von einer Quelle direkt zur nächsten, ne? Nehme ich an. Warum willst du mir das Ding zeigen? Warum führst du mich dahin, Vogel? Was hast du vor mit mir? Jupp. Ja. Wisst ihr, was hier auch sprudelt? Wissen sprudelt hier. Wir werden es in uns aufnehmen.
Okay, ich bin mal gespannt, wie die Coral-Region so aussehen wird. Ja, rückblickend betrachtet gab es irgendwie keinen Grund, irgendwie die Region da herum im Original zu erkunden, weil man direkt zur Goldsource ankommt. Ich habe mir den Lebensstrom einmal genauer angesehen. Dabei konnte ich den Fundort eines Synthesechips aus Republikzeiten lokalisieren. Oh, sehen wir mehr über die Republik. Na, ich glaube, da war ich schon. Gegen Shinra wird sie nicht mehr genutzt und verfällt immer mehr. Eine Ruinenexpedition. Klingt das nicht spannend? Stell mal vor, wie viele Leichen wir da finden können. Alles klar, ich vergesse immer wieder, dass hier das Erkunden von den Dingern ja macht, ne? Aber dadurch tun sich dann immer das ganze Wissen, das wir aufnehmen, tut sich hier Wissensgebiete auf. So, ich wollte lesen, wo das hier, was ich hier gerade gesammelt habe. Oh, guck mal hier. Alexander. Tutorials, genau. Da müssen wir noch für Yuffie Dinge holen. Hm. Den wollte ich. Hm? Hat kein Links bekommen. Warte mal, hier gibt es 6 Lebensquellen. Okay. Bin ich gerade ganz dumm oder was? So, es hat der erste Kampf. Jagd 1. Machen wir das? Ja, ne. Aber erstmal reite ich auf meinen Chocobo. Oh ja. Harte Schale, weicher Kern. In dieser Umgebung hält sich mindestens, ja, sie gibt es auch noch. Seltene Sandkalmar-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Schon die Tentakel des gemeinen Sandkalmars gelten als Genuss. Was gerade gesagt, Tentakel. Dieser seltenen Spezies werden unter Feinschmeckern als besonders schmackhafte Delikatesse gehandelt. Mm. Doch nicht nur Genießer wollen dem Sandkalmar an den Kragen. Auch in der Tierwelt hat er viele natürliche Feinde. Zum Schutz hat er deshalb ein mit Stacheln versehenes Exoskelett ausgebildet. Ob das wirklich so lecker ist, wie sie sagen? Dieser Frage sollten wir unbedingt auf den Grund gehen und die harte Schale mal knacken. Außen knusprig und innen ganz weich. So. Ich vergesse mal, dass das normale Kampfthema auch noch gibt. So, Feuer ist wirksam, dann machen wir den hier. Feuer, 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 Flammen, Ninjutsu. Aber mach ich. Ja, komm hin. Komm hin. Boah, kommt der überall hin und nicht über mir. Lass mich eigentlich den Schock anfällig, ich krieg. Ha. Komm. Nein, komm. Nein, lass mich doch in Ruhe. Ja. Gibt's da nicht, ey. Was ist das? Na, eine Minute für das Ding. Kein Problem. Okay. Alle länger geschafft. Oh, Yuffie ist Siegespose aus dem Original. So, Yuffies Original Siegespose aus dem Original. Wie so am Springen war. Sich sagen, so gedreht hat. So, hier gibt es schon wieder Wasser. Das lief jetzt gerade gut, ne? Ich weiß nicht, welche Level das war, aber sonst fange ich ja immer irgendwie voll durcheinander an, ne? So mit den. Ich weiß nicht, ob diese Schrei immer. Boah. Da war es hier. Ich glaube, da waren wir schon mal, ne? Was ist denn hier? Was könnte denn hier sein? Weiß ich nicht.
Wie gesagt, das Original habe ich ja schon oft gesagt, ne? Im Original hast du ja Costa del Sol verlassen, was dann direkt im Kohlgebirge, ne? Also keine Ahnung, was die da jetzt hingepackt haben dazwischen. Aber gut. So, wo ist die letzte Seilrutsche? Wenn wir die noch erledigt kriegen, dann wäre natürlich auch noch schlecht, ne? Ah. Na, Aris, erinnerst du dich noch an unser Date hier? Das war doch schön, oder? Da ist im Questauftrag ein Stern drin, da jetzt. Oh, eine Handgranate. So, ist da unten direkt die zweite Quest, die zweite Schlacht. Lauf mal ein bisschen am Strand herum, würde ich sagen. Ne? Ja, ich bin schon wieder mit allen hier voll. Ah, Talisman der Verzauberung. Hm, Red könnte den gebrauchen, anscheinend. Alte Baumrinde. Der zum Schatz einer Märchenhexe gehören soll. Moment mal, Hexen. Was hat ihr Final Fantasy 8? Hä? Da ging es um Hexen. Hemos, boah, ich finde Final Fantasy 8 ist immer noch ein richtig gruseliges Spiel, ey. So, Red war irgendwie gut, ne? Ihn habe ich. Talisman der Verzauberung. Was Aris? So. Oder bei Red. So, ihm wollte ich alles geben. Irgendwie will ich ihm das geben. Ja, warum ist denn das Ding besser? Trägt er denn hier Korallentalisman plus? Ach so, weil er mehr Dinge hat. Deswegen. Ja, das ist irgendwie so immer die Sache, ne? Ich habe gemerkt, es gibt so drei verschiedene Sachen immer oder vier oder irgendwie so. Ne? Einmal entweder mehr Verteidigung, aber dafür weniger Magieverteidigung. Dann entweder mehr Magieverteidigung, dann weniger Verteidigung. Oder weniger in allen, aber dafür mehr Materie. Das scheint irgendwie so der Trend hier zu sein. Ne? Ich weiß nicht, wen ich was geben soll. Ich glaube, so einen mit mehr Materie wäre eigentlich gut für Aris dann, ne? Oder Red, weil er ja auch Magie einsetzt, ne? Jetzt habe ich die beiden Mails hier die anderen Badern zu gegeben, ne? Was habe ich, das habe ich gar nicht in der Truppe drin, ne? Kleine Ungeheuer, kommt raus, wo immer ihr seid. Okay. Seltene See, ja, ich wollte schon sagen. Für ihr Glück und Fruchtbarkeit. In dieser Region war es deshalb früher Sitte, Amphion-Schmuck aus Hippocamp-Stacheln zu schenken. Die Stacheln dieser Spezies entwickeln sich wegen des reichen und nahrhaften Futterangebots besonders prächtig. Sie sind bei Sammlern begehrt und werden stellenweise zu Preisen von Edelsteinen gehandelt. Ich hoffe, dass mir ein schnuckeliger Typ wie du irgendwann auch mal sowas Kostbares schenken klaut. In diesem Sinne... War das wie du echt notwendig? Okay. Gib mir eure Stacheln. Gott, die halten ja gar nichts aus. Ich glaube, das Robotermädchen steht auf mich. Wirksam Eis. Aber hier steht ja jeder auf mich, ne? Ich bin wieder der Sasuke aus Final Fantasy, ne? Jeder ist heiß auf mich, ne? So, du warst gegen Frost, ne? Jetzt dreht sich schon wieder einer hier. Meine Bauchwollen, ich drehe. Meine Güte. Ich sehe nur, wie sich alle hier am Drehen sind. Mein Gott, ey. Nicht mit mir. Komm her, ihr Stecker.
Alter. Komm her, du Stück. Ich war nicht. Ah, ich gehe einfach rein. Was zum? Es konnte auch vorher nicht gegen. Machst du jetzt extra, oder? Also ja, Stück. Meine Güte. Oh Gott. Ey, halt hier nur am Drehen gerade. Okay, irgendwie sind die Kämpfe ja voll einfach. So, mein Schnuckelchen. Ich habe dir Stacheln gegeben. Jetzt gib du mir deine Liebe. So, ich glaube, wir müssen gleich wieder zurück und uns heilen, ne? 26 Minuten am Aufnehmen. Ich dachte, ich wäre schon in 40 Minuten dran. Also. Mein Gott, die Zeit fliegt, wenn man Spaß hat. Ne, irgendwie nicht. Irgendwie ist die Zeit nicht am Fliegen gerade. Doch, ich wäre schon 40 Minuten jetzt hier gerade dran. Okay, ich wollte nur gucken. Vielleicht war da ja was, ne? Schiff ahoi, Matrose. Barrel. Ach, halt doch die Klappe geklaut. Ja, halt doch die Fresse klaut. Dann boxt er ihn ab mit seinem Gewehr an. Vom Chocobo so runter. So, nein, ich ertrinke. Okay. Weiß immer nicht, wo die letzte Seilbahn ist. Die letzte Seilrutsche. Der neue Gegner. Wir sehen neu aus. So, was ist Konterfeuer? Ist das für Magie? Ich glaube, das ist für Magie, ne? Keule. Irgendwie sehe ich da gerade nicht. Na, Konterfeuer. Mein Gegner ist ein Fernangriff im Team ein Konter aus. Ah. Fernangriff. Ja. Ach komm schon. Warte, warte, warte. Oh, da muss ich mich auch treffen, Kollege. Versucht diese Wirbelwinde ja gerade zu treffen. Ich wollte schon sagen, gegen euch habe ich auch noch nicht gekämpft, ne? Wirksam Wind. Aha. Nochmal. Aber. Nein. Schön. Aha. Da will ich nämlich erstmal den ganzen Synchro-Aktion mit allen Leuten einsetzen, ne, damit die halt auch. Weiß ich wenigstens, was hier noch einsetzen kann und was nicht, ne? Um die Verwundheit meiner Charaktere zu erhöhen und so, ne? Bitte. So, was haben wir denn hier? Zeigen Sie mal her. Was ist hier? Er sieht aus, als wäre hier schon dieses Gebiet und so. Irgendwas, aber wir können nicht vorbei gleich. Ne? So kommt hier gleich so ein so. Ey, mit den Schuhen, mit den Sandalen kommst du ja nicht durch. Ja, ich gucke ja kein Fernsehen mehr, aber ich habe irgendwie so geil irgendwie so gehört, hier Schlag den Star, ne? Da war irgendwie Kaya Jana und Paul Panzer waren da irgendwie dabei, ne? Weil sie ja so wie wir müssen halt irgendwie so, ich weiß nicht, so 10 Spiele oder so machen, ne? Oder so 10 Übungen oder irgendwie sowas, so, und wer gewinnt, gewinnt dann irgendwie, weil ich ein bisschen Geld oder so, keine Ahnung. Ja, hat irgendwie Kaya Jana gegen Paul Panzer angetreten und irgendwie hat sich Kaya Jana nicht so beliebt gemacht, so wie ich gehört habe. Der war irgendwie sehr unsympathisch während der Show und Paul Panzer war irgendwie sehr professionell oder so, keine Ahnung, habe ich nur so überflogen irgendwie was gesehen auf Facebook. Ja, ich schaue noch hin und wieder mal bei Facebook nach, obwohl ich da nicht viel mache. Ich tue da manchmal so durchscrollen, so was so passiert ist, ne?
War keine Ahnung, irgendwie Kommentare hier waren irgendwie nicht sehr freundlich gegenüber Kayana. Also angeblich hat er sich in der während der Show nicht irgendwie gut benommen oder so, oder hat das nicht ernst genommen oder so. Keine Ahnung, irgendwie so weit ist abgelaufen. Ich weiß nicht, interessiert mich auch nicht. Fällt mir gerade nur so auf. Ist mir gerade nur so eingefallen, als ich hier gesagt so, ey, kommst du nicht rein, ne? Ist auch von Kayana, ne? Hier in sein Hakan oder. Deswegen ist mir halt gerade so eingefallen, so. So, ich kann da irgendwie durchgucken. So, kann ich einfach ja durch. Ne? Oh, ich geht gar nicht weiter, sehe ich gerade. Nein. Muss ich sagen. Ich komme bestimmt nicht hier durch, ne? Wow. So viel macht voll die Saltos, wenn sie am Klettern ist. So, kann ich mit meinen. Eine Sekunde. So. Nehmen wir vor nichts werden auf, die ich nicht wirklich benutze, weil ich nicht so oft frecke. Wo ich auf Dynamisch spiele, was nicht schwer ist, ne? Aber anscheinend. Kann ich halt aufmachen? Aufmachen? Nee. Ich dachte. Es gibt da noch einen schweren Schwierigkeitsgrad. Ich habe in den Trophäen gesehen, so. Ich habe dann mal. Ich wollte jetzt nicht da so gründlich durchgucken. Müsste spoilern oder irgendwie sowas, ne? Aber irgendwie habe ich da wieder was zu gelesen von. Du musst alle Kapitel auf schwer durchspielen, ne? Gab's da im Original und im DLC auch, ne? Oh Gott, warum ist ja schon wieder die Framerate so komisch? Oh. Halt. Vielleicht Treppen. Danke. Na. Lohnt sich das hier für irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Wow. Er war ziemlich niedrig. Was sind diese Umschrauber? Sind einfach irgendwie so Leute hier, die von Costa del Sol hin und her fliegen? Ja, ne? Na gut. Hier gab's nix. Ist auch das übliche, ne? Zeugs zum Einsammeln und so, ne? Also gut, wissen wir, hier geht's nicht weiter, ne? Aber man muss ja mal gucken, ne? Vielleicht wäre ja noch was Cooles gewesen. Was ist denn hier zum Beispiel? Grenzland der Wüste, ja. Wir kommen ja gleich zu einer Wüste. Wenn man sagt, ich werde hier nicht durchgehen dürfen. Nein, warum nicht? Irgendwie so ein Blick erhaschen, irgendwie so. Vielleicht kann man schon die Goldshauser sehen, ne? Das haben die wahrscheinlich extra gemacht, ne, damit man die Goldshauser noch nicht so früh sieht, ne? Erst mal, wenn man die ja sieht, ist ja, wenn man irgendwie genau dahin hingeht, ne? Das ist irgendwie so komisch gemacht im Original, ne? Wenn du in Kohl ankommst, dann kannst du ja direkt schon. Du kannst ja die Weltkarte betreten. Und dann kannst du irgendwie, weiß nicht, in die Wüste hinlaufen. Und dann kannst du Call die Gold Soda sehen. Aber kommst halt nicht dahin wegen der Wüste, ne? Und dem. Oh. Wegen dem Sand und so, ne? Wegen dem Treibsand oder so. Oder was auch immer war, ne? Ne, gar nicht war. Was anderes war. Oh ja, Hasen, genau. Hasen sollen ja angeblich mir Schätze zeigen, ne? Hat mir Chat immer gesagt. Ja, da wäre noch ein Junon. Players Action Modell, really? Weiß immer noch nicht genau, was es damit auf sich hat, aber werden wir schon herausfinden irgendwann, ne? Oder auch nicht? So. Also ja, man konnte halt irgendwie, was ist da los? Was bist du für? Was bist du? Hm. Nee, du bist gar nicht neu. Dann verziehe ich mich wieder.
Okay, ich wollte einsammeln, geht nicht. Jetzt geht's. So, wo ist die letzte Seilbahn? Wir können ja mal hier hingehen. Wir müssen ja noch hier die Schatzsuche hier beginnen, ne? Für die Dinger. Also sind wir ja eigentlich schon fast fertig hier mit den Gebieten. Ne? Aber wir sind ja wahrscheinlich noch nicht in dem vollen Gebiet, ne? Ich sehe nichts. Ist ja ganz offensichtlich, die haben ja ganz offensichtlich hier das Gebiet getrennt hier zwischen den Call, zwischen Costa del Sol und hier die Coral und na, eigentlich war ja auch Coral getrennt von, na keine Ahnung, du bist ja in Costa del Sol rausgegangen, dann bist du ein paar Schritte gegangen, dann war es in der Coral-Gebirge, wo wir hin müssen als nächstes, und dann war es in Coral. Und dann konntest du in Coral rausgehen auf der Weltkarte, aber es hat nichts gebracht, weil du von da aus nirgendwo mehr hin konntest. Aber ja. Und hier müssen wir, oh, hier, boah, hier ist das letzte Ding ausgezeichnet. Damit sollten wir alles haben, oder? Ja. Okay. Hat sich ja gelohnt, hier zu kommen, ausgezeichnet. Wie bist du denn hier hochgekommen? So, jetzt bin ich woanders, okay. Oder? Ja. Ja, okay, ich steige ja schon auf dich. Ich besteig dich ja schon, keine Sorge. Ja. Mein Geruch prallt an diesen Gegenstand da ab. Lass mich mal hier den Asphalt hier aufbrechen, ne? Boilerventil. Halt. Klingt irgendwie nach, weil nicht, Questgegenstand oder so. Halt. Oh. Frische Schätze. Nimm das mit. Oh Gott, Shinra. Sie sind dabei, ich kann sie hören. Noctis, ich höre Magitech-Motoren. 2 Minuten später, Noctis, ich höre Magitech-Motoren. Das war die nervigste Funktion aller Zeiten in Final Fantasy 15. Ne? Ich weiß nicht, was die geraucht haben, als sie sich da ausgedacht haben. Ne? What? Sobald irgendwie so einen bestimmten Abschnitt im Spiel abgeschlossen hast, der schaltet Magitech-Motoren, Magitech-Soldaten frei. Diese Roboter-Soldaten, die wortwörtlich alle 2 Minuten. Ja, da hat irgendwie so ein bisschen das Spielerlebnis ruiniert, ey. Und Final Fantasy 15 hat auch so eine, boah, eine richtige riesige Overworld, ne? Das ist schon eigentlich so vergleichbar mit hier, ne? Und du willst einfach nur so durch die Gegend rumrennen und irgendwie hier ein bisschen erkunden, ne? Aber machen die, oh, hier gibt es 3 Schätze, sehe ich gerade. Machen die, du läufst irgendwie 1-2 Minuten irgendwo durch die Gegend und es tun die ganze irgendwie so Luftschiffe spawnen, die irgendwie so Soldaten runter droppen, gegen die du kämpfen musst. Und wir reden jetzt ja nicht irgendwie von so 2-3 Soldaten oder so, da sind irgendwie so 20 Soldaten auf einmal. Dann hast du 20 Minuten lang gegen die gekämpft, weil das Kampfsystem im Final Fantasy 15 so ein Durcheinander ist, ne? Das ist, also wenn einige Leute schon denken, das Kampfsystem in dem Spiel ist irgendwie, weil nicht unübersichtlich, was ich persönlich gar nicht finde, ne? Keine Ahnung, Final Fantasy 15 ist mehr oder weniger so, weiß nicht. Muss immer gegen 20 Gegner auf einmal kämpfen. Du hast einen Knopf, mit dem du immer automatisch ausweichen kannst. Du kannst die ganze Zeit einfach nur Viereck gedrückt halten und dann weichst du immer automatisch aus. Aber da sind, wie gesagt, 20 Gegner auf einmal, die gegen dich kämpfen. Und irgendwie fast alle scheinen irgendwie nur dich zu fokussieren. Das heißt,
Du musst erstmal irgendwie 20 Minuten lang nur ausweichen, da musst du irgendwie mal gucken, so, ah, wann habe ich mal eine Chance hier anzugreifen, ne? Dann kriege ich vielleicht einen Angriff raus. Und mehr nicht, weil, weiß nicht, wenn du länger irgendwie angreifst, dann bist du schon wieder von 20 Seiten irgendwie, ja, überfallen, und weil so ein Durcheinander, das Spiel war so. Stirnband und Sternanhänger ausgezeichnet. Also ja, das ist ein bisschen komisch, ist, weil Final Fantasy 15 Kampfsystem hat richtig Bock gemacht. Ne? Du kannst Waffen wechseln, du kannst irgendwie zwischen Großschwertern, Pistolen, kleinen Schwertern, Dolchen. Du kannst ja gegen voll viele Waffen irgendwie so auswählen, du kannst Magie einsetzen und so, ne? Du kannst mit deinen anderen Charakteren irgendwie so Combo-Angriffe machen. Du kannst dich teleportieren, du kannst deine Waffe werfen und dich dann dahin teleportieren, so Minato-Style, ne, aus Naruto, ne? The Flying Raijin, ne? Du wirfst eine Waffe und dann kannst dich direkt dahin teleportieren, das, was richtig Hammer ist, ne? Aber all das wird ruiniert durch diesen, weil du irgendwie immer gegen 100 Millionen Gegner auf einmal kämpfen musst, irgendwie. Nicht alle mal überrennen, ey, das ist voller Albtraum. Bruder, hast du das Zeug gefunden? Ja. Ja. Dagegen ist das Kampfsystem in dem Spiel ein Traum. Alles wiedergefunden, wie es aussieht. Damit werden wir zaubern. Unser Bruder ist und bleibt halt was ganz Besonderes. Also gut, wir bringen den Krempel dann schon mal zum Strandhotel. Völlig unbeeindruckt. Das wäre dann hier alles. Ja, als wäre er tot gewesen, geil. Also, da ist noch ein Trupp von uns ausgezogen, um Ersatzteile für den kaputten Boiler zu finden. Ah, dafür habe ich ein Rezept gerade gefunden. Es gibt noch mehr von euch? Wäre toll, wenn ihr denen auch helfen könntet. Juffi. Fabrik aus Republikzeit. Wenn ich mich nicht täusche. Echt nett von euch, Leute. Da war ich gerade. Ich erwürge euch. Da war ich gerade, Mann. Boah. Juffi, ich war gerade da, Mann. Boah. Ich hau euch alle kurz und klein. Ich hau euch alle kurz und klein. Kurz und klein. Kurz und klein. Dann gehen wir eben noch mal dahin. Was für Probleme habt ihr? Boah. Johnny hat mich gebeten, euch zu helfen. Meint er damit etwa dich? Ich war das nicht. Dann etwa mich? Unsinn, als wärst du jemand so vorausschauend. Hä? Was soll das denn heißen? Zum Totlachen. Ihr solltet damit auftreten, Jungs. Ich wette, ihr könntet ganz groß rauskommen. Stimmt's? Wie sieht's aus? Wir sollten ein Ersatzteil für die Reparatur des Boilers auftreiben. Oh. Aber das wird wohl nicht mehr hergestellt. Also haben wir beschlossen, selbst eins zu bauen. Und deshalb suchen wir jetzt einen Synthese-Chip. Hattet ihr Erfolg? Wenn wir doch bloß einen Chocobo hätten. Ich hab schon alles abgesucht. Überlass das mir. Warum hab ich nochmal die Sachen hier überhaupt? Yippie! Kann man die Sachen überhaupt hier finden, bevor man irgendwie die Lebensquellen ja gefunden hat, um das hier freizuschalten? Wenn ihr den Chip gefunden habt, könnt ihr euch eigentlich auch gleich direkt ans Werk machen. Hey! Davon war ursprünglich aber nicht die Rede. Ihr seid echt dufte. So. Also muss ich den herstellen, ne? Also wie ich da verstanden habe. Boilerventil, kann ich da machen? Aber so was von. Boah. Noch irgendwas? Sternanhänger kann ich auch machen. Schutzstiefel. Gemach und Stopp. Gift. Ich wollte schon sagen, es ging Gift, ne? Amethyst, Mithril Erz, ungeheuer Haut. Ja, warum nicht? Kann mal wesens. Oh, ich bräuchte mal hier Bergahorn, Talisman der Verzauberung. Ja, warte mal, habe ich doch, oder? Bergahorn, Festungsarmschutz. Talisman der Verzauberung. Den habe ich doch schon hergestellt. Oder auch nicht. Talisman der Verzauberung plus.
Wo ist der Unterschied da? Na genau. Ich vergesse, ich weiß nicht, mich verwirrt irgendwie. Legierter Armschutz, Zinkerz, Liebe des Planeten. Die habe ich noch nicht. Dann habe ich auch noch nicht. Ich sollte mir vielleicht, glaube ich, mehr Sachen hier ein. Zinkerz 30. Ich mal irgendwann hier versuchen, ja durch die Gegend zu rennen und farmen, ne? Ich habe den ja schon, keine Sorge, beruhig dich, Mann. Nur 2 Sekunden gedauert. Oh, fantastisch, Bruder. Damit können wir den Boiler reparieren. Jetzt gehören die Eisduschen der Vergangenheit an. Dann können wir ja jetzt Johnny Bescheid geben, dass wir alle von ihm gefunden haben. Also, was das betrifft, einer wäre da noch. Was? Noch ein Johnny? Er hat sich in den Kopf gesetzt, im Hotel die Krone eines Tomberry-Königs als Trophäe auszustellen. Wollte einen in der Wüste jagen gehen. Ich klapp mich nicht mit dem Tomberry-König. Vertrocknet. Bruder, könntest du nicht nach ihm sehen? Deswegen ist er Level 31. Na schön. Bist der Größte. Okay. Wir kümmern uns dann. Mit Tomberry-König. Ich habe keine Chance, ey. Meistens immer die stärksten Gegner im Final Fantasy. Johnny am Rand der Wüste, da können wir wahrscheinlich noch gar nicht hin, ne? Doch, hier ist das. Was? In Stufe 28. Und die Levelanforderung ist Level 31. Aber irgendwie habe ich auch alles erledigt hier gerade, ne? Gar nichts mehr übrig. Ach, hier nicht noch irgendwas? Kann man hier nicht irgendwo hin? Nee, ne? Was hier mit? Das sieht verdächtig aus. Kann ich mich irgendwo hin teleportieren? Ja. Okay. Boah. Tomberry König, ey. Ja, keine Chance gegen, oder? Weiß noch nicht mal gegen Tomberry, ne? Direkt Tomberry König. Weil Tomberry nicht schon gefährlich genug ist, ne? Boah. So, ich wollte hier hin, weil das verdächtig aussah. Ja, ich gehe voll falsch. Hätte ich eigentlich die Seilrutsche hier nehmen können, boah. Ja, ich muss in die andere Richtung. Ui, ja. Das hat Spaß gemacht. Ich kann ja so Klimmzug oder was auch immer ich machen muss, gleich mal machen, ne? Wenn ich schon mal hier bin. Weil ich ein paar VR-Missionen noch. Ja, wie habe ich das schon wieder verpasst? Goldstaub. So, hier wollte ich hin. Ich glaube, da geht es aber nicht hin. Sieht das aus, als könnte man auch Monster. Kann ich da nicht hin? Sieht irgendwie so auf der Karte aus, als könnte ich da hin. Wahrscheinlich, ich dachte, man könnte hier irgendwie so hin. Kann ich irgendwie so dahin schwimmen? Das Gebiet sieht verdächtig aus. Wir gucken mal, ob wir eine Strecke übers Wasser finden. Wenn nicht, dann weiß nicht. Mach mal ein paar Gymnastikübungen hier, nehme ich an, ne? Komm schon. Boah. Na gut, dann wohl nicht. Müssen das jetzt hier, ne? Trainingslager, weil das andere habe ich ja schon erledigt. Dann, ne? Wir können Alexander versuchen. Ne, Alexander haben wir keine Chance gegen. So, ich kann gegen irgendjemand antreten. Bist du die Person?
Dem tiefer Animo Amina mit Bravour geschlagen hat, zeigen sie jetzt auch andere Mitglieder. Aber wenn du einen Rügen drückst, erstmal halb, bis die Anzeige gefüllt ist. Halb, bis die Anzeige gefüllt ist. Oh mein Gott. So, Reif der vollen Kraft, Chakra und Meistergürtel. Okay. Ich habe mal gesehen, aber in die andere Richtung diesmal. Na los, dann zeig mal, was du kannst. Okay, was mir in die anschreien. Ich stehe direkt. So. Oh mein, jetzt müssen in die andere Richtung. So muss es sein. Hinreißen. Ich hab gedrückt. Aber das ist, weil die Trigger irgendwie so hart reinzudrücken sind dann. Da stand ja auch da wieder. Kann mich gar nicht satt sehen. Okay, was soll ich da machen? So hat gedrückt halten, bis er halb voll ist. Ihr seid beide unglaublich. Oh mein Gott. Lass mich voll schwer jetzt reindrücken, ey. Was? Ach, der fühlt sich alleine und ich soll dann. Ja, mach nochmal neu hier. Der fühlt sich alleine und ich soll den dann drücken. Ich bin ganz selber drücken. Und du stinkst. Oh Mann. Perfekt. Diese Energie. Was soll ich denn da machen? Ich habe gerade gedrückt, hat auch nicht funktioniert. Mein Gott, ich war so in Führung. So muss es sein. Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Kann mich gar nicht satt sehen. Was muss ich da machen? Ich muss halt halb drücken. Was meine ich mit halb drücken? Halb reindrücken den Knopf? Was soll ich denn das machen in dem Stress? Der Wahnsinn! Geballte Muskelpower! Nochmal bitte. Ich soll halb reindrücken, stand da gerade. Ne? Dann zeig mal, was du kannst. Und die Knöpfe sind. Die Schulterknöpfe sind echt schwieriger reinzudrücken nach einer Zeit. Das ist voll unfair, ey. Was? Boah. Traumhaft. Tun ja für die Richtung ändern. So muss es sein. Das stellt alles in den Schatten. Hinreißend. Du sahst mal frischer. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich hab ganz vorsichtig reingedrückt. Ich kann nicht punktgenau da reindrücken, hallo? Ja, voll unfair. Ich finde das schon schwierig genug. So muss es sein. Hau ordentlich rein. Was? Oh, komm, jetzt. Ich habe mich ja nicht auf den Arm. Muss ich das dann loslassen, wenn er voll ist? Ja, wie soll ich denn so eine Punktgenauigkeit in den ganzen Stress machen? Boah. Ja. Wissen sie tiefer gut aus, während sie halt macht, ne? Kann mich gar nicht satt sehen. Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Ihr seid beide unglaublich. Herrlich, wie der Schweiß glitzert. Was muss ich da machen? Ey. Was muss ich da machen? Kann mich gar nicht satt sehen. Und dann noch mal, boah. Ey, ich soll das machen. Muskelkater ist. Oh mein Gott. Das war voll schwachsinnig, ey. Ich muss das halb drücken und da muss ich noch mal erzeugen. Wie soll ich das denn machen in dem Stress? Boah. Warte, jetzt bist du dran.
Jetzt bist du dann Muskeltyp. Traumhaft. Treffen uns gleich draußen. So muss es sein. Davon gibt es natürlich gleich noch viel schwierige Sachen, ne? Du hast es drauf. Okay. Ich brauche eine Erklärung von dem Ding. Weil so klappt das nicht. Ja, du musst mir jetzt nicht noch. Aber jetzt, ich habe es nicht erneut versuchen gemacht, oder? So. Kollege. Minispieler. Was muss ich hier machen? Wenn ein grüner Ring erscheint, drücke L2 oder R2 halb, bis sich die Anzeige gefüllt hat. Drücke erst dann die Taste ganz durch, um Sit-ups fortzusetzen. Boah. Wie soll man denn sowas? Einen Proteinshake auf diesen Sieg. Meine Muckis haben Wie soll man denn das bitte noch schaffen, ey? Ja, danach kriegt man Chakra. Was soll ich denn da mit? Boah, ey. Hey, ist ja voll punktgenau, ey. Diese Energie. Ist echt noch ein. Na. Oh. Ich wollte gerade sagen, du bist nach ein Ding ja schon umgekippt. Die Tatsache, dass das irgendwann. Ich mach das doch. Ich habe halb durchgezogen, dann hat's halt voll war, hab ich ganz durchgedrückt. Das soll ich doch machen, oder? Mann. Das stellt alles in den Schatten. Kann mich gar nicht satt sehen. So muss es sein. Geballte Muskelpower. Lausche den Rhythmus deiner Muskel. Ich weiß nicht, was man da machen muss. Da stand halb durchdrücken, bis das Ding voll wird. Und dann ganz durchdrücken. Ne? Mach ich. Ich mach das. Boah, jetzt fängt hinreißen. Einfach perfekt. Diese Energie. So muss es sein. Ich weiß nicht, was man da machen muss. Das Spiel verarscht mich. Wir haben jetzt alles versucht. Ihr seid beide unglaublich. Ja, blöde, dieser blöde grüne Kreis ruiniert mir alles. So muss es sein. Alter. Könnt ihr mal vorzeigen oder so? Gegen mich stinkst du ab. Bis das Ding voll ist und dann ganz durchdrücken, oder? Haben die mir doch gesagt. Ich mach genau das. Boah, die immer die Richtung ändern, ne? Traumhaft. Kannst du nicht mal irgendwie. Das stellt alles in den Schatten. Einfach perfekt. Geballte Muskelpower. Ich war. Naja, darauf habe ich jetzt keinen Nerv, ey. Ich mach genau das, was mir das Spiel sagt, was ich machen soll, ne? Dieses Spiel ist mich am Verarschen. Wenn ein grüner Ring erscheint, drücke L2 halb, bis sich die Anzeige füllt. Bis sich die Anzeige gefüllt hat. Was? Ich gucke gerade auf die Vorschau, ne? Drücke die L2 halb, bis sich die Anzeige gefüllt hat. Drücke erst dann die Taste ganz durch, um die Sit-ups fortzusetzen. Da, guck mal, wie schnell der hat gerade gemacht hat, ne? Meine Muskeln. Das gibt's nicht. Unbedingt zeigen, was ich jetzt Nein, nicht du. Los, Leute. Muss man halt schneller machen oder was? Da ging gerade voll schnell. Gibt's da nicht?
Dann zeig mal, was du kannst. Ich mach genau das. Ich tue halb durchdrücken und dann, wenn das voll ist, lasse ich los. Tue ich reindrücken. Vorher habe ich mal losgelassen. Jetzt tue ich reindrücken. Kann mich gar nicht satt sehen. So muss es sein. Diese Energie. Der Wahnsinn. Okay. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Boah. Ey, das ist so viel Konzentration, die man da reinpacken muss, ey. Bist du die ganze Zeit die ganzen Dinger drücken, da musst du ja so eine komplizierte Sache machen. Das. Ich finde das hier ist schon schwierig genug. Ey, das ist kacke, ey. Nee. Ja, da werde ich nie im Leben schaffen, ne? Sag ich. Da habe ich beim Piano auch gesagt, aber nee. Ich werde voll verarscht vom Spiel. Das gibt's nicht. Ich mach das genauso wie das Spiel mir sagt. Ich tue halb den Knopf reindrücken. Ich tue halb den Knopf reindrücken und dann tue ich am Ende ganz durchziehen. Ich weiß nicht, was die unter halb verstehen, ne? Also ich weiß nicht, was die genau unter halb verstehen. Also ich tue reindrücken, bis sich das Ding füllt. Ich tue so lange reindrücken, bis sich der Balken füllt, ne? Und dann füllt der Balken, dann drück ich komplett rein, aber irgendwie nimmt er das nicht. Also ja, das Spiel verarscht mich. Ich mache genau das, was mir das Spiel sagt. Ich weiß nicht, was ich anderes sagen soll. Ja. Gut. Ja, nochmal eigentlich alles erledigt. Ich glaube nicht, dass hier Stufe 31. Ob ich das schaffe, ich weiß es nicht. Kann mal gucken, was hier schon mal Chatley hier so an Sachen hat, ne? Nur mal reinzugucken. Hat irgendjemand seine Waffen gerade gelevelt? Dun, 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 10, 15. Hey Cloud, wusstest du, dass du irgendwie Sachen kaufen kannst und so, ne? Das steht dir wirklich gut. Ich bin noch nie geschwommen. Ich würde gern, aber das Meer macht mir irgendwie Angst. Falls ich mich tatsächlich irgendwann überwinden kann, würdest du dann mit mir zusammen ins Wasser gehen? Bis dahin werde ich mir schon mal ganz besondere Badesachen zurechtlegen. So. Ne, haben wir auch schon mal geguckt, ne? Schwerkraft, Gravitas. Hiervon wollte ich ein paar, ne? Und den ersten von allen, ne? Beziehungsweise alle. Und Autowaffenfähigkeit. Weil ich habe das Gefühl, das ich wünsche dir weiterhin ist für jeden Charakter eigentlich gut, ne? Ich hoffe, die geben mir nicht mehr, als es Charaktere gibt, ne? Weil sonst bringt es halt irgendwie nicht. Dass ich das extra ausrüsten muss, ne? So, sie tut ja ihre Waffenfähigkeiten brauche ich eigentlich nicht, ne? Eigentlich brauche ich dafür niemanden. Yuffie könnte halt gebrauchen Autowaffenfähigkeiten, ne? Weil sie hat so wenig Sachen. Boah. Ja, und ich würde sagen, das war's für heute, ne? In der nächsten Folge werden wir vielleicht Gott, der Kampfsimulator ja zu bieten hat. Ich konnte Alexander, die heilige mechanische Festung Corals, erfolgreich im Kampfsimulator reproduzieren. Von Coral. Hilf mir dabei, die Kampfdaten zu sammeln, damit wir die Beschwörermateria erzeugen können. Lass uns erstmal gucken, was es hier so gibt. Tun wir da auch unsere Ballklamotten anziehen im Kampfsimulator? So, da können wir ja hier uns ein bisschen austoben beim nächsten Mal, ne? Ich habe noch gar nichts freigeschaltet, außer Alexander. Den werde ich sowieso nicht schaffen beim ersten Mal, ne? Hier auf den höheren Schwierigkeitsgrad, ne? Das ist ja die Sache. Ja. Eigentlich nur Yuffies Kampftraining, ja, präzise Abwehr. Kann noch gar nichts mehr machen, sehe ich gerade. Dann machen wir mal Yuffies Kampftraining, ja. Haben wir halt auch schon mal erledigt, ne? Und dann können wir am nächsten Mal schon, weiß nicht, versuchen gegen den Tomberry zu kämpfen.
denn? Okay. Auf Gegnern schleudert. Irgendwie nicht. Sie greift damit normal an. Ja, sie kann man ja so vom Kampfstil lernen, ne? Hätte eigentlich den gleichen Kampfstil wie im DLC gehabt, ne? Ich finde so gut, dass die von Yuffies Thema so ein Kampfthema gemacht haben, ne? Als hier so kann sie einen Wurfstern Dreieck, ja, man kann die Elemente wechseln, wissen wir alles. Wie Fähigkeit Furikazan Ultima, ja. Ja, wissen wir alles. Das ist eigentlich voll einfach. Sie kann den Schuriken werfen, dann kann sie Fernkampfangriff machen. Und wir haben präzise Abwehr bekommen. Warum ausgerechnet diese Materie? Keine Ahnung, aber wir haben sie bekommen. Na gut, dann haben wir eigentlich auch hier alles erledigt, ne? Dann können wir ja schon beim nächsten Mal. Wir können ja mal versuchen, gegen den Tomberry König zu kämpfen. Danke für die wunderbaren Daten. Wo ich sehr bezweifle, dass wir den schaffen. Alexander will ich noch gar nicht erst probieren, weil gegen den kriegen wir aufs Maul. Ja. Ja. Ich kann ihn gar nicht treffen. Da, ich kann ihn nur mit einem Wheelie treffen. Meint ihr mich? Meine Durchlaucht? Keine Ahnung. Na gut, dann sage ich, ich mache ja einen Schnitt, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier gerade hinlaufe, ne? Ich mache einen Schnitt. Und beim nächsten Mal versuchen wir uns mal den Tomberry König, ne? Ich nehme mal. Müssen wir echt gegen Tomberry König kämpfen? Der hat gesagt, er will die Krone von dem Tomberry König haben, ne? So, ey, komm mal, wir können schon sehen, wie das hier aussieht. Das Spoiler. Okay. Ja, aber mehr können wir dann halt nicht machen, ne? Dann müssen wir halt diese Quest hier machen. Level 31. Ich weiß nicht, ob wir die schaffen, aber wir können ja mal versuchen, ne? Aber okay. Machen wir das, ne? Kann man ja mal versuchen. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Es würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.